haben bestätigt und beantragt, würden wir jetzt den Eilantrag behandeln. Einreicher Die Linke, bitte Herr Schäuber. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, im Januar hat der Stadtrat eine Entscheidung getroffen zum Thema Puschkin Park. Eine Entscheidung, bei der wir uns von der Maxime haben leiten lassen, im Interesse der Allgemeinheit zu handeln, den Hochwasserschutz durchzusetzen und eben nicht im Interesse einzelner Immobilienhaie Gewinnmaximierung zu betreiben. Dieser Beschluss ist von der CDU von Anfang an immer wieder diskreditiert worden. Die Landesdirektion Sachsen hat dann Ende Februar einen Bescheid erlassen, mit dem dieser Beschluss beanstandet worden ist. Angeblich sei eine Stadträtin meiner Fraktion, nämlich Frau Muth, befangen gewesen. Was lag dem voraus? Die CDU hatte behauptet, dass dieser Stadtratsbeschluss, ich zitiere, an Rechtswidrigkeit nicht zu überbieten sei. Und die CDU hatte weiterhin behauptet, dass bei Frau Stadträtin Muth eine Befangenheit bei dieser Beschlussfassung vorliegen muss, da Frau Muth zum Zeitpunkt der Beschlussfassung mit ihrer Keramikwerkstatt auf entsprechendem Grundstück selbstständig tätig gewesen ist. Das behauptete die CDU. Und dann ging ein Bescheid. Und das Interessante war, noch bevor dieser Bescheid hier in der Landeshauptstadt Dresden zugestellt war, hat bereits der CDU-Kreisverband eine Presseerklärung herausgegeben, Inhalte dieses Bescheides bekannt gegeben und kommentiert. Das ist doch zumindest mal sehr interessant, dass offenbar der CDU-Kreisverband eher über den Inhalt eines Bescheides Bescheid weiß als überhaupt der Adressat. Und das bringt mich auch zu meiner Einschätzung, die ich auch gleich noch belegen möchte. Diese Entscheidung der Landesdirektion Sachsen war eine Wahlkampfinszenierung, es war eine politische Intrige der CDU. Man muss Folgendes sich einfach vor Augen führen. Anders als es auch manche Medienberichte glauben machen mögen, ist die Landesdirektion Sachsen kein unabhängiges Gericht. Nein, es ist eine nachgeordnete Behörde des CDU-Innenministeriums. Und wer der Chef des CDU-Innenministeriums ist, wissen wir alle, das ist der Mann, der von seiner Partei dazu genötigt werden musste, in Dresden für das Amt des Oberbürgermeisters zu kandidieren. So, meine Damen und Herren, auf welchen Sachverhalt stützte nun die Landesdirektion ihren Bescheid? Die Landesdirektion Sachsen hat Folgendes in ihrem Bescheid festgestellt. An der Diskussion und Abstimmung zur Vorlage A09 aus 14 nahm auch die Stadträtin Jacqueline Muth teil. Frau Muth betreibt unter der Anschrift Leipziger Straße 33 01097 Dresden das Keramikatelier am Puschkinplatz. Das Atelier befindet sich auf dem Grundstück und damit im Geltungsbereich des Bebauungsplans. Und weiter schreibt die Landesdirektion, eine Umsetzung dieser Planung würde der derzeitigen Nutzung und folglich der Betreibung des Ateliers von Frau Muth entgegenstehen. Und so weiter und so fort. Auf all diesen Feststellungen gründet die Landesdirektion ihren Bescheid, unsere Beschlussfassung sei rechtswidrig, weil Frau Muth befangen gewesen sei. Und jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Das alles, was die Landesdirektion uns hier mitgeteilt hat, ist eine Lüge, eine Wahlkampflüge der CDU. Frau Muth betreibt bereits seit dem Jahr 2013 keine Keramikwerkstatt mehr auf diesem Gelände. Diese Keramikwerkstatt ist mit dem Hochwasser im Juni 2013 hinfortgespült worden. Und hätte die CDU-dominierte Landesdirektion etwas gemacht, das jede Behörde zu tun hat,
nämlich mal den Betroffenen anzuhören. Hätten Sie schlicht und einfach Frau Muth mal gefragt, wie sieht's denn aus, betreiben Sie da eine Keramikwerkstatt, hätte sie diesen Sachverhalt aufklären können. Nein, es wurde ein Bescheid erlassen, der wurde, und ich behaupte auch, er wurde vorsätzlich erlassen. Man wollte nicht nachfragen, man wollte nicht aufklären. Nein, man wollte genau diese Wahlkampflüge, man wollte genau diese Inszenierung machen, um Rot-Rot-Grün wieder in die Schuhe zu schieben. Da hätte man was falsch gemacht, da hätte man rechtswidrig gehandelt. Und ich sage, das ist ein Willkürakt und gegen diesen Willkürakt werden wir uns zur Wehr setzen und deshalb werden wir Widerspruch gegen diesen willkürlichen Bescheid einlegen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. So, da es sich um einen Antrag handelte, habe ich Ihnen eine schön vorbereitete Liste der Fraktionsrunde, aber in der Reihenfolge würde jetzt beginnen die CDU-Fraktion für das Wort gewünscht. Herr Thiele, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Antrag, Herr Scholbach, ist eine Frechheit. Das muss ich hier klipp und klar so sagen. Und eingehend auf Ihre Rede. Ja, dieser Stadtratsbeschluss, den Sie hier mit Ihrer Mehrheit gefasst haben, verstößt unserer Meinung nach gegen Recht und Gesetz. Und mit dem Widerspruch der Landesdirektion ist nur etwas vollzogen worden, was eine ordnungsgemäße Verwaltungsarbeit hier möglich macht. Begründen, das hat hier die Landesdirektion eindeutig in dem Bescheid an die Stadtverwaltung. Ja, Sie brauchen es ja nicht glauben in Ihrer verklärten Welt, Herr Scholbach, da verstehe ich das sogar, dass Sie solche Grundlagen hier negieren und nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Das ist mir vollkommen klar. Vollkommen klar ist mir das. Ach, Herr Lichti. So, und zum Thema Befangenheit, eigentlich braucht man der Rede von Herrn Scholbach nichts hinzuzufügen. All das, was er hier sozusagen dargelegt hat aus dem Schreiben der Landesdirektion, ist Tatsache und deswegen ist auch dieser Bescheid der Landesdirektion entsprechend gültig. Und ich kann Sie hier nur auffordern, auf der linken Seite sowohl die Beschlussfassung im Bauausschuss, also im Prinzip muss das die Stadt machen, wir müssen das alles nochmal wiederholen. Und Herr Scholbach, dass Mitglieder Ihrer Fraktion Ihre Post nicht lesen, weil sie abends in der Kneipe sitzen und deswegen zu spät dann bestimmte Dinge zugestellt bekommen, dafür können wir nun tatsächlich nichts. Also Ihre infamen Unterstellungen hier, auch dass das alles Wahlkampfrhetorik wäre und so weiter und so fort. Es ist wirklich eine bodenlose Frechheit, dass man sich sowas hier anhören muss. Wir werden diesen Antrag natürlich nicht befürworten und entsprechend entgegenstimmen. Und wir werden ja sehen, wie dann entsprechend dieses Verfahren ausgeht. Und wir werden auch sehen, inwieweit hier die Verwaltung sowohl auf Stadt- oder auf Landesebene dann und zu welchem Schluss die kommt in dieser Sache. Es ist sehr schade, dass wir hier jetzt so ein juristisches Verfahren draus machen. Das sage ich mal ganz offen und ehrlich. Weil es eben um die Entwicklung dort an der Leipziger Straße geht. Und wie Sie mit diesem Thema umgehen, ist eine riesengroße Frechheit. Wir hatten es vor uns schon mal zur Tagesordnung. Und da brauchen wir auch keinen Unterschied zu machen zwischen dem Vorhaben für den Bebauungsplan 357b oder c. Es ist eine riesengroße Frechheit, wie Sie hier agieren. Und beschweren Sie sich bei hier in diesem Hause nie wieder, dass wir Sie als investorenfeindlich bezeichnen und als Blockierer und Verhinderer. Denn nichts bezeichnet Ihre Politik besser als diese beiden Begriffe. Das möchte ich Ihnen hier nochmal klipp und klar sagen. So, wir werden also sehen, wie dann hier es entsprechend ausgeht, wenn die Stadtverwaltung Widerspruch gegen den Bescheid einlegt. Und wir werden auch sehen, wie das ganze Verfahren dadurch in die Länge gezogen wird. Offenbar ist das genau Ihre Zielstellung. Und wenn wir dann irgendwie ein Ergebnis irgendwann mal vorliegen haben, werden wir auch wissen, ob Frau Muth befangen war in beiden, in beiden Gremien, im Bauausschuss und auch im Stadtrat. Und das Traurige ist auch noch, wir haben das sowohl im Bauausschuss als auch hier thematisiert, richtig, Herr Scholbach. Wissen Sie, bei den Mehrheitsverhältnissen, die Sie hatten, wäre es Ihnen doch,
hätte es Ihnen doch egal sein können. Hätten Sie Frau Muth aus den Abstimmungen rausgenommen, im Bauausschuss hätte sich vertreten lassen können, wäre alles gut gewesen. Ja, haben Sie da eigentlich gar nicht nötig. Was soll denn dieses ganze Theater hier? Hören Sie doch damit eigentlich bloß auf und widmen Sie sich der Sacharbeit. Das kann ich Ihnen empfehlen. Dankeschön. So, machen wir weiter. Linke hat ihr eingebracht, dann wären Bündnis 90 Die Grünen. Matran, wird das Wort gewünscht? Nein. SPD-Fraktion, das Wort gewünscht? SPD. Ja. Dann wäre jetzt die Chance. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, ein paar Überlegungen. Zum einen, möglicherweise ist ja eine Keramikwerkstatt da, wo die Landesdirektion meint, dass eine Keramikwerkstatt ist. Ja, das kann ja sein, aber das wird man dann sehen. Vielleicht ist ja auch mal eine Anregung, dort vorbeizufahren und zu gucken, ob da eine Keramikwerkstatt ist. Ja, und dann kann man das ja feststellen, da kann man, braucht man noch nicht mal rechtliches Gehör zu gewähren. Ich war jetzt nicht da, ich bin gespannt, was die Landesdirektion herausfindet, dann im weiteren Verfahren. Aber Herr Thiele, ich möchte Sie auch trösten. Ja? Ich möchte Sie auch trösten, denn verlassen Sie sich drauf, diese Sache wird uns ja in der nächsten Sitzung vorgelegt werden, damit wir über diese Dinge neu befinden. Und selbstverständlich werden wir über diese Dinge neu befinden. Das ist doch ein ganz anderes Thema. Und wir werden deswegen darüber neu befinden, weil wir dort eine geordnete Entwicklung wollen. Und deshalb werden wir darüber neu befinden und neu beschließen und den Beschluss neu fassen. Und dann kann es auf der Basis weitergehen, dann auch rechtssicher. Aber was ganz anderes ist ja diese rechtliche Frage zu klären, ob der letzte Beschluss möglicherweise in Ordnung war oder nicht. Und eins ist ja nun wirklich bemerkenswert, das wäre der dritte Punkt. Wer jetzt so alles schon bemerkt hat, dass möglicherweise was gar nicht in Ordnung ist. Und das ist ja das Bemerkenswerteste an der Diskussion der letzten Wochen und der letzten Tage vor allen Dingen, dass plötzlich der sächsische Innenminister, der in der Tat ja offenbar ein anderes Amt anstreben soll, dass dieser sächsische Innenminister gemerkt hat, dass da etwas in der Stadtverwaltung nicht in Ordnung gewesen sein soll. Dass der Umgang mit dieser Investorin oder den Grundstückseigentümern nicht in Ordnung gewesen sein soll in den letzten Jahren durch die Stadtverwaltung. Und das ist ein ganz schlimmes Ding. Der Stadtrat hat zu diesem Punkt in letzter Zeit erst vor wenigen Wochen beschlossen. Das ist dieser Beschluss vom Antrag gewesen. Aber die Diskussion, die jetzt aufgemacht wird, die geht über Jahre schon in der Auseinandersetzung der Investorin mit der Stadtverwaltung. Und ich glaube da aus guten Gründen, glaube ich, der Stadtverwaltung immer mal wieder mehr als der Investorin. Ja, das liegt auch am Stil der Diskussion, da finde ich die Stadtverwaltung viel sachlicher. Aber dass der Innenminister, Klammer auf, CDU, Klammer zu, auf die Idee kommt, dass da was nicht in Ordnung gewesen ist über Jahre, wo er die Aufsicht hat führen müssen. Und die Aufsicht hat führen müssen über eine Oberbürgermeisterin, Klammer auf, CDU, und über einen Baubürgermeister, Klammer auf, CDU. Ja, das stimmt schon bedenklich, ob der Mann wirklich der Aufgabe gewachsen ist, die er anstrebt. Ich habe da meine Zweifel und das werde ich am 7. Juni zum Ausdruck bringen. So, als nächstes AfD-Fraktion. Wird das Wort gewünscht? AfD? Nein. FDP-Fraktion? Nein. Wird weiter das Wort gewünscht? Herr Green, bitte. Ja, meine Damen und Herren, Herr Scholbach, also den Vorsatz, den Sie hier behaupten, den müssten Sie schon beweisen.
Das ist ja nur selbst mir als Nicht-Touristen bekannt, was der Unterschied zwischen einer unwahren Aussage und einer Lüge ist. Ne? Also das wird Ihnen wirklich schwerfallen. Nein, aber als ich heute aus der Zeitung entnahm, dass Sie zu dem Thema wieder irgendwas da vom Zaun brechen wollen, da habe ich mal eine Zuarbeit aus Mecklenburg-Vorpommern angefordert. Und die war sehr interessant. Dort gab es nämlich bis 1999 eine PDS-Chefin mit dem Namen Mut. Und da hat mir dort jemand mal reingeguckt in das Abgeordnetenbuch und hat gesagt, naja, Kinder, zwei Mädchen, Geburtstag könnte auch stimmen. Ich weiß nicht, Frau Mut, wollen Sie mal Sachen zu? Sehen Sie die Mutter von der Diebin? Gibt es weiterhin das Wort? Wir wollen mal erst Herrn Rentsch und dann vielleicht bei Herrn Scholbach Schlusswort halten. Bitte schön. Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich bin ja seit Jahren mit im Bauausschuss und ich habe nicht vernommen, Herr Scholbach, dass die Frau Muth an diesem Tage gesagt hat, sie hat kein Gewerbe dort angemeldet bzw. betreibt keins. Es wurde mehrfach in der Hinsicht immer darauf hingewiesen. Sie hätte es ja sagen können in der Hinsicht, dann hätten wir eine klare Regelung gehabt. Noch eins, Herr Scholbach. Am 27.02. war von der Aufsichtsbehörde das Schreiben bekannt. Und die Pressemeldung der CDU war am 4.03. Also von vorher rausgehend die Pressemeldung, bevor die Landesdirektion die Offerte gegeben hat, das stimmt einfach nicht. So, kommen wir zum Schlusswort, Herr Scholbach, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Rentsch, Sie sollten von Ihrem Baubürgermeister, Klammer auf, CDU, vielleicht mal die Akten anfordern und mal reinschauen, dann würden Sie nämlich sehen, dass die Zustellung des Bescheides der Landesdirektion Dresden-Sachsen vom 27. Februar interessanterweise erst am 5. März erfolgt ist. Und die Pressemitteilung des CDU-Kreisverbandes stammt vom 4. März. So viel dazu. Jetzt ein zweiter Punkt. Wissen Sie, das Interessante ist, dass ich, und Sie wissen, es ist ja nun kein Geheimnis, dass Helmer Ochers und ich nun nicht die allerbesten Freunde in diesem Hause waren. Aber Sie haben ja versucht, Frau Ochers sozusagen in Ihre Intrige einzuspannen. Sie wollten ja gern, dass Frau Ochers dieser Stadtratsentscheidung widerspricht. Und sie hat geprüft und sie hat die Einlegung eines Widerspruchs abgelehnt. Und da sage ich, sie wird ihre guten Gründe gehabt haben. Nächster Punkt. Dieses Muster, was wir hier erlebt haben, die CDU inszeniert etwas im Verbund mit der Landesdirektion. Dieses Muster ist ja nun nicht neu. Wir haben das erlebt bei der Hauptsatzung. Da tobte die CDU herum, da gab es einen sogenannten Aufstand der Ortsvorsteher, groß inszeniert in der örtlichen Boulevardpresse. Und irgendwann, nachdem das sozusagen ausgelutscht war, brach dann der Aufstand in sich zusammen. Es wurde festgestellt, nichts war rechtswidrig, die Sachen waren in Ordnung. Wir haben das erlebt beim Haushalt. Was haben Sie hier in diesem Saal getobt? Was haben Sie für Behauptungen aufgestellt? Und der Haushalt war in Ordnung. Er wird vollzogen. Und jetzt haben wir wieder diesen Fall. Und bevor dann wieder Unsinn verbreitet wird, es wird hier überhaupt nichts aufgehalten. Ja, die Landesdirektion Sachsen hat einen Bescheid erlassen. Wir werden jetzt beschließen, dass wir Widerspruch gegen diesen Bescheid einlegen. Der Beschluss ist nach wie vor in Kraft. Entgegen diverser Meldungen ist er nicht kassiert worden. Er ist in Kraft. Er bleibt auch in Kraft und ich darf bereits ankündigen, wir werden in der nächsten Sitzung des Stadtrates entsprechend eine Änderungssperre erlassen, damit diese tobende sogenannte Investorin dort vor Ort keinen Unfug auf diesem Grundstück anrichtet. Letzte Bemerkung. Es gibt ja den Versuch, den Stadtrat und die Landeshauptstadt Dresden zu erpressen mit der Drohung, man werde den Elberadweg zerstören. Und ich sage da ganz klar, Rot-Rot-Grün lässt sich nicht erpressen. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, damit kommen wir zur Abstimmung über den Eilantrag. Wer dem zustimmen möchte, dem Beschlussvorschlag, dem bitte ich jetzt um das Handzeichen.
Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Eine Stimmenthaltung, 29 Gegenstimmen und 36 Ja, damit angenommen. Damit steigt